immer noch keinen Helm gekriegt. Ja, das ist. Ich bin mal auch mit einem Krieger bis Level 85 bekommen, bis ich meine dritte Tasche hatte. Ich frage mich sowieso, wie man mit zwei Sechsplatztaschen so weit kommt. Ach, das geht schon. Dann ist alles, was wirklich nicht nötig ist. Alles, was nicht wirklich wichtig ist, bleibt da liegen. Und wie viel Kohle einem da durch die Lappen geht. Alles, was mehr wert ist, das wird gleich mitgenommen und bei der nächsten Festwirklichkeit sofort verkauft, weil wir Platz in der Tasche brauchen. Ja, und ich frage mich, wie du das geschafft hast, weil du ja nicht mal dieses Mammut hier hast. Ja, ich hab das mit dem Mammut dann immer. Mit dem geht's ja noch, aber weil da kann man natürlich schön verkaufen und rappen. Ach ja, was müssen wir nochmal für dieses Mammut machen? Eigentlich musst du nur 20.000 Gold für bei. Oder so. Und wenn du Ruf farmst, dann kostet es nur noch 14.000. Das sind 6k Gold. Naja, du sparst insgesamt nur 4k, allerdings kriegst du das noch mal 2k. Das ist eine Investition, die ich mir nie in meinem Leben leisten wollte. Es gibt ja noch diesen tollen Gildenbonus. Falsch. Und 9999. Könntest du denn in der Zwischenzeit vielleicht anmelden, bevor wir uns jetzt hier in Theorien verzwicken? Jetzt kannst du weitermachen. Nicht Jolo. Ich wette mit euch, es ist nicht Jolo. Natürlich ist es nicht Jolo. Wenn es Düsterbruch ist, dann schrei. Wenn Düsterbruch, dann wenigstens Gordokallen. Dann schrei ich trotzdem. Ja, ich bin bereit. Was schreien? Leute, jetzt dreht mal wieder die Lautstärke wieder ein bisschen runter. Ich warte nur. Ich muss meinen Seelenstein setzen. Ist das Fenster aufgehen? Dann kommt erstmal zufälliger Dungeon. Bist du auch schreien, wenn jetzt Cholo kommt? Ja, dann schrei ich nicht. Ich schrei nur, wenn es Düsterbruch ist. Ich will das nicht hören. Da hat er ja mal abgelehnt. Das wäre auch ein Grund zum Schreien, aber gut. Es fehlt nur noch Kilian. Jetzt mach dich bereit. Jetzt ist er schon. Jetzt war schon mal die Schrei, aber es war auch Hügel der Klingenhauen. Ich habe gesagt, ich schreie nur bei Düsterbruch vorbei. Das ist jetzt auch zum Schreien, jetzt weil wir schon wieder in dieser Scheiß-Innie sind. Ja, du links, ich rechts, oder? Okay. Wenn du das allein packst, gerne. Dafür habe ich den falschen Skill. Ja, das spielst du die falsche Klasse. Ach was, Hexer können doch alles solo. Kiki, du stirbst. Jo. Kiki, du bist aufs Leben. Okay, sind wir kalt. Die Ini spackt. Ich würde sagen, nach der Ini hören wir auf. Mit Inis? Mit der Aufnahme. Können wir machen. Weil dann haben wir wieder gute 2 Stunden beieinander. Ja, da haben wir. Und. Was sicher bin. In einer Stunde und 14 Minuten ist einige rauf. Das ist ein neuer Rekord. Tommy, das wäre der Mittel und der Weg, einen Entzug durchzuführen. Glaubst du, oder? Nein, ich meine, es wäre eigentlich könnten wir ja die Gruppe dazu zwingen, schnell zum Endpass zu gehen, aber gut, wir können da. Ja, fragen wir halt, ob irgendjemand die blöde Quest braucht oder so oder questen muss. Ich glaube, der Heiler hat die Quests angenommen. Oder pulst mal. Und oder ja, du hast auf Eier zu schaukeln. Die Frage ist nur, ob der Heiler fit genug ist, dass der so viel aushält. Das ist eine 45 oder 43er Ini. Habe ich das früher noch allein gemacht? Wenn du das alles, aggro halten kannst, dann muss er ja bloß dich heilen. Hauptsächlich. Also aggro halten ist nicht das Problem auf dem Level. In dem Low-Gebiet ist das heißt heilender Witz. Da gibt's auch noch so. Man hat ja auch nicht wirklich so viel Heilzauber in dem Levelbereich schon. Ich meine. Da kriegt man das noch ziemlich alles mit den kleinen Heilzaubern gegengehalten, weil. Und dann muss man noch dazu sagen, die meisten leveln ja mit Level. Das heißt, die sind da so schnell wie ich. Die haben auch wirklich höhere Werte. Geh, komm, die Gruppen schaffst du auch noch. Okay. Dann her damit. Nimm sie halt einfach mit für ihn, dann kann er gleich Weihe nehmen. Dann rennen die in die Weihe rein. Und sind gleich angekommen.
wie halt der Heiler nicht. Hand auflegen. Handauflegung. Immer wieder lebensrettend. Ich muss schon sagen. Ich hab mich jetzt gewundert, so. Ja, der hat jetzt einfach zugeschaut. Haben wir noch einen Hexer dabei? Ja. Ah, drum. Wir haben zwei Hexer und zwei Mönche. Und ich als Paladin oh dabei. Oh mein Gott, ist das schwierig. Anscheinend streikt der Heiler, wenn ich mehr als zwei Gruppen würde. Das waren bis zwei Gruppen, oder? Das waren bis wie lange zwei. Ja, ja. Was soll denn, warum soll der da streiken? Das ist auch nicht zu sein guten Gunsten. Also zumindest finde ich den Namen der Gilde toll, Tränen der Sonne, das ist so ein genialer Film. Das ist ein Kriegsfilm mit Bruce Willis. Nettes Schwert. Oh, die Katana. Ich will endlich meine Mastery haben. Ich will Bier. Ich auch. Gutes Bier. Am besten frisch gezapft. Kiki, schau mal, wir kriegen wir so. Und jetzt gleich noch die Glocken bimmeln lassen. Bimmel am Baum. Bimmel am Baum. Oh, da hat wirklich jemand die Bimmel gedrückt. Jetzt würde ich mich da hinstellen, wo die meisten sind. Oh, leck. Sorry, Agro. Das ist der Heiler verreckt. Ist irgendein CD, so ein Dev-CD oder so? Leider noch nicht wirklich was. Das Einzige, was ich machen kann, ist die Viehers dann und mich schnell hochheilen. Das ist ein guter Plan, ne? Das funktioniert. Ich hol mein Tankpad noch zusätzlich raus oder schaffst du das? Schaffst du das alleine? Easy going! Sag jetzt, das wird wenigstens interessant, weißt du? Wollt ihr wissen, wer den Gong gedrückt? Können die Leute nicht mal gucken, ob der das überlebt? Du hast gedrückt. Oh, ich muss gedrückt. Sag was. Wer war's? Ich hab noch einen Gong gedrückt. Ja. Du hast doch Spaß gemacht. Sagen wir es mal so, du hast mich so weit gebracht, dass ich Scotterschild zünden musste. Und dann sind sie auf den Heiler gegangen. Ja, klar, aber Scotterschild ist so ein Knopf, den ich als Tank eigentlich nicht drücken will. Oder darf. Ja, aber in diesem Fall war es notwendig. Ja, aber immerhin habe ich jetzt deine Skills ein bisschen herausgefordert. Jetzt hast du ein bisschen Aktion zeigen müssen. Es ist nicht immer zum Leben ist der Rettkosten des Heilers. Leben ist kein Wunschkonzert. Aber man muss sich nicht unnötig schwer machen. Nein, es hat doch Spaß gemacht, oder? Wer macht am meisten Spaß? Eine Herausforderung. Ja. Das war wie Asterix und Obelix, das war bloß eine bisschen größere Herausforderung. Und bis auf den Heiler ist niemand gestorben. Und der Heiler ist einfach scheiße. Ja, der Heiler, wenn mich geheilt hätte, hätte ich nicht Gottesschild zünden müssen. Sagen wir es mal so. Ja, du hast Gottesschild zünden müssen, weil er dich nicht geheilt hat. Wenn ich das geheilt hätte, der Tank wäre mir nicht verreckt. Alter. Der hätte schon Bonnie sein müssen. Ich wäre bei der Situation gerade in die Bedrängnis gekommen, dass da irgendjemand irgendwie live verloren hätte. Ganz ehrlich. Und was ist dein Duru? Mit dem Priester. Achso. Ja, Priester. Na, mit dem Duru erst recht nicht. Mit dem Shami weiß ich schon gar nicht mehr, wie es ist, Fünfer ihn nicht zu heilen, weil wenn ich als Heiler anmelde, gehe ich trotzdem als DD mit und mach's alleine. Und die anderen rennen nur mit. Ja, das stimmt. Daniel macht das immer sehr interessant. Er meldet als Heiler an, wenn es um Minis geht. Drückt Kettenblitz durch. Okay. Dann geht dann wieder mal so eine kleine Welle. Jetzt können wir eine Welle haben. Bei mir läuft es so, wenn ich irgendwie sehe, dass irgendjemand kurz vorm Abkratzen ist, dann zünde ich mal eine Führung der Ahnen. Damit der wieder hochgezogen wird. Und dass ich mich auch ein bisschen heile. Als Priester singst du Halleluja und alles ist in Ordnung. Gottes ja. Hymne. Nee. Ein bisschen Damage drücken und alles gut, ne? Oder ein bisschen Sühne. Ja, die Sühne, die ist schon immer recht nützlich. Wieso laufen wir eigentlich wieder da? Da oben die Blöcke ist. Also ihr macht die Krim nochmal. Nee. Ich würde einfach weiter matchen. Ja. Weil wenn wir die Quest jetzt dann nochmal machen müssten. Das dauert nochmal ungefähr 10 Minuten. Dann drei am Radl.
Ich ziehe sie einfach gleich über die Brücke. Genau, das ist ein guter Plan. Drunter auf der Brücke, der Hosenschandarm, der drückt richtig sein Gschenk, war er weggegangen. Genau. So ist richtig. Und jetzt baller baller Ding Dong. Jetzt soll er kommen. Nimm den Rest mit, nimm den Bus mit. Alles mitnehmen. Alles. Was willst du drüber nehmen? Oh leck, jetzt laffert. Jetzt laffert die. Laffert die Skelette wieder zu weit. So, bei dem letzten Mal. So ist schön. Ich hab zum Glück das AE-Siegel gerade an. So. Ja, das ist der kann ich schon ruhig vollcasten. Das kann dir ruhig sein. You shall not cast. Kann man ja auch noch so schön stunnen hier. Der Chaos-Blitz ist schon geil. Ja, der grittet wieder. Der ist so geil. Der grittet so schön hoch, ne? Ja. Der grittet so schön siebenstellig. Oh! 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 Was ist noch? Oh! Oh! Kann bei brennt. Da haben wir nicht mehr gereicht. Wollte wegrennen, haben einen Hammer hinterher gebissen, aber nee, hat überlebt. Jo, dumm Diddledei. Ich schau mal kurz, ob Team jetzt doch zur Verfügung steht. Der ist schon ganz Zeit auf Beschäftigen. Kannst vergessen, dass der mal wieder auf Unbeschäftigt steht demnächst. Was ist das für ein Bild? Was für ein Timon? Ein komisches. Der wartet in den Augen. Ach komm, Timon! Der hört es eh nicht. Wenn er in der Messdruck ist, dann hört er es nicht. Wahrscheinlich, ja. Jetzt kommt dann vielleicht irgendein Anruf zurück. Chrissy, was wolltest du? Jetzt will nichts mehr von dir. Zu spät. Und hat die Silence hier. Silence! I kill you! Der ist mittlerweile so alt. Ja. Aber immer wieder geil. Schlecht. Dumm Düdelei. Das war nämlich der falsche. Mann, Alter. I see fire. Inside the mountain. I see fire. Burning on Kanbei. Wenn ein voll betrunkener Typ versucht, sowas zu singen, der nicht unbedingt sehr musikalisch ist. Ja, ich bin auch so musikalisch wie ein Frosch. Das war die Hölle, sag ich eigentlich. Ja, auf zu singen! Irgendwann hat er gesagt, deine Schnauze, dann schmeißt dich aus dem Auto. Viel betrunken und einen nüchterner. Ja. Der arme nüchterne Mensch, so leider ich. Kiki, der Heiler macht's immer wieder spannend hier. Der lässt mich teilweise unter 20% droppen hier. Ja, denkst du. Der blättert wahrscheinlich im Zauberbuch zum Heilen. Der war einfach so. Das könntest du ja alle so schnell zaubern. Ich muss da ewig im Zauberbuch blättern. In der Indie. Wie könnt ihr alle so schnell zaubern? Ich muss da ewig im Zauberbuch blättern.
Alter, wozu sind diese Aktionsleisten? Weiß ich nicht. Da kannst du deine Zauber reinziehen, jetzt weißt es. Einmal schön gestunt, jetzt kann es gleich hinterher kommen. Ja, steht ganz toll, jetzt da. Ist der eine umgekippt. Kann das sein, dass das nicht angezeigt der Rare-Mob ist, weil der einen Namen hat? Das ist kein Rare-Mob. Ja. Trotzdem, ja, ich nee, nee. Ich meine nicht, dass der immer da steht. Nö. Also, haben wir die dort? Nee, nee, kann nicht sein, dass das ist. Ich gehe mal davon aus, dass das ein nicht gerichteter Rare-Mob ist. Also ich gehe mal davon aus, dass er was droppt, ja, hat er? Ja, den Gürtel, den hat er das letzte Mal auch schon gedroppt. Was? Den Gürtel haben wir das letzte Mal auch schon gesehen. Beim letzten Run. Der Boss ist ja hier nicht. Ja, meinen eigenen Namen. Also ein Boss ist es auf jeden Fall. Ein Mini-Boss. Vielleicht schon sowas, ja. Ich krieg aufs Maul. Ja, ich krieg aufs Schild. Seelenstein! Ach, ich werd kalt. Es gibt auch ein Heiler, die es gibt auch Heiler, die schaffen es andere Ziele als den Tank zu heilen. Oder sich selbst. Ich verpasse ab und zu mal mich selbst zu heilen. Ja, das ist eine Heilerkrankheit. Irgendwann lernt man es allerdings, dass man auch sich selbst am Leben halten muss. Ja. Wobei Sterben bei unserem Raid irgendwie generell eine Schamanenkrankheit zu sein scheint. Das wird dann wohl auch mit deiner Schuld sein. Ja. Du kannst den bei jedem Trash. Ja, beim Trash. Bei jedem Trash kippt er um. Das ist manchmal der Fluch des zu viel Schaden machens. Es ist aber auch. Blablab, jetzt kriegen wir Sulfarak. Ja, ich hab's auch gesehen. Ja. Sulfarak ist immer da so der Moment, wo ich sehe, okay, jetzt geht's mit Classic langsam zu Ende. Das war das erste Mal, dass ich mit meinem Krieger, den ich hochgelevelt habe, DPS über den vierstelligen Bereich gefahren habe. Ja, weil ich bin zwar dafür gestorben, aber. Bei der Treppe runtergegangen, Blutung, Donnerknall und. Dann ist er gestorben, allerdings hat er dann so im Tod, habe ich so viel DPS gefahren, da ist keiner angekommen. Ja, irgendeiner ist runtergelaufen und hat dann gebremst und ich bin dann auch mit und habe das nicht mitgekriegt und dann so scheiß drauf, jetzt laufe ich voll rein. Bam! Und Donnerknall hat er noch durchgekriegt. Der Schaden war schön anzusehen. Oh ja. Während der Tod war, hat er schön den Dot beim Ticken zugesehen. Das war übel, da ist echt viel Schaden geflogen. So verhältnismäßig. Krieger-Ding warst du dann oder was? DD. DD hat's ja auch. Der Heiler macht's mal wieder spannend. Wieso kriege ich jetzt keine Heilung gerade? Ich heil dich. Ja, das war Handauflegung in allerletzter Sekunde. Der Heiler bringt mir wenigstens bei, meine Handauflegung schätzen zu lernen. Hey, ich Level up. Der mag dich vielleicht nicht. Herz des Kreuzfahrers, ich bin schneller. Oder versuch einfach mal Siegel der Einsicht zu benutzen, dann kannst du wenigstens auf ihn verzichten. Probieren wir es mit dem Siegel der Einsicht. Nein, es war jetzt nicht mehr so viel Schaden, aber. Du bist ein Tank, du musst Agro halt noch keinen Schaden. Da heile ich wenigstens nebenbei ein bisschen. Jetzt heile mich zwar wieder, aber wenn ich das Siegel gleich wieder ausmache, wenn ich Siegel gleich wieder ausmache, dann hört er wieder auf. Das war ja, das hat, da hat er nicht dafür. Wie kann ich meinem Tank am besten schaden? Am besten auf den Lack geben. Der Heiler hat es mir schon viel zu oft viel zu spannend gemacht. Ich bin fasziniert, Level 44 und noch keinen einzigen Kopf gehabt, ey. Irgendwann kriegst du nochmal, wenn es mal fest ist oder so. Waren wir nicht eigentlich mal im Kloster? Also ja, Scharlachrote Hallen, da gab's doch mal einen, oder? Den habe ich auch nicht gekriegt. Ich meine zur Questbelohnung. Weißstein, nee. Kappe, das gibt's da. Oder wobei, nee, die Quest wurde ja auch schon wieder entfernt, weil das war vom alten Kloster. Ja, schau, da haben wir schon wieder. Ja. Er kann ich was dafür, dass die Inni innerhalb von zwei Addons zweimal umstrukturieren? Ja. Nee, das war Malte. Jetzt nicht vergessen, gell, du musst es so hinstellen, dass er dich ja, unten das letzte Mal haben die Idioten ja davor gezogen. Das war schon geil. Lässt sich die eigentlich stunnen? Nein, das ist echter Boss. Ja. Das ist ein echter Boss, ja, manche lassen sich dann, manche nicht. Aber, naja, aber jetzt in dem Levelgebiet findest du kaum noch welche, die sich dann lassen. Heiler
Heilung und so. Ah, jetzt, wo ich aufs Wort der Helligkeit gedrückt habe, da heilt er wieder. Also für die Pfeife, wenn du dich nicht selber mitgeheilt hättest, dann wärst du schon x-tausendmal gestorben. Ja, ohne Hand auflegen wäre das vor allem zweimal extrem in die Hose gegangen. Ach Gott, ist schön. Vielleicht geht er wieder auf den Heiler. Ja, geht er sicher auf den Heiler. Ja. Wenn du keinen Schaden, hast. Das Licht. Oh, ich glaube, ich habe da neue. Guck mal, die Schule an. Direkt. Ja, oh. Mehr Int und mehr Rüssi. Rüstung ist zwar scheißegal in dem Spiel, wenn man nicht gerade Dudu-Tank oder sowas ist, aber... Der scheiß Andrex-Meister hat's gekriegt, Mann. Fuck this shit, I'm out of here. Right! Okay, das war's für heute. Allerdings wollten wir noch eine Aufnahme von Kilians PC machen. Also ja. Nehme ich mal den tollen Laptop hier. Kilian, wink mal nochmal in die Kamera. So, hallo erstmal. Das ist Kilians Laptop hier. Ja, extra für Bloody übrigens. Genau, so. So jetzt alles so in HD. Und in Nahaufnahme, weil er es ja unbedingt haben wollte. Mach meinen Laptop nicht kaputt. Okay. Gut, au. Ja, das war's für heute. Mir hat's viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns. Jo. Noch irgendwelche letzten Worte? Haut rein! Okay. Nudeln schmecken ohne Tomaten.